Oh mein Gott, was ist denn das? Oh, ist das ja geil! Neue Fanpost, Leute! Ihr seid doch wahnsinnig, ihr seid doch richtig wahnsinnig, ne? Danke geht natürlich an Marcel und an Björn. Vielen Dank und los geht's! Ja, moin Leute, ne, ihr habt ja letztes Mal gesehen, der Greg hatte mir ja das Fanpaket da geschickt. Da ist der Link, da könnt ihr da gerne mal reingucken. Diesmal hat nämlich der Marcel, der liebe Bitjunkie, der hat mal ja zufällig meinen Kanal entdeckt und der ist auch ein dufter Kerl, habe ich auch schon kennengelernt. Und der hat gedacht, er braucht den ganzen Müll nicht mehr, hat er mir so geschrieben. Und hat er mir dieses fette Paket, was richtig schön schwer ist, geschickt. Ich bin mal gespannt, was da drin ist. Und Björn hat mir hier ja auch was geschickt, hat er angekündigt, kann ich was damit gebrauchen. Und was da jetzt drin ist, das packen wir jetzt nämlich auf. Aber trotzdem seid ihr bescheuert, ne? Ihr wisst das schon, dass ihr wissen. Also ihr müsst mir doch nicht was schicken. Also. So, was ist hier drin? Er hat mir ja gesagt, da ist Lego-Zeit schon drin. Und finde ich eine sehr geile Geste von ihm. Star Wars Lego, auf jeden Fall die neue, aus dem Januar 2017. Oder was steht da drauf? Ja, 2017. Also, ach Quatsch, dann die letzte von damals. Aber ist geil. Seit wann hatte denn Star Wars die Zeitschriften Figuren drin? Also könnt ihr hier sehen, die war da drin. Auf jeden Fall schon mal sehr cool. Und da ist wohl noch eine drin. Oh, das ist die von Oktober 2016. Das ist der MTT. Da könnt ihr es auch nochmal sehen. Oh, und das war's dann auch. Das ist auch völlig okay. Björn, vielen Dank. Mein Sohn, der wird sich darüber freuen. Ich werde da mal ein bisschen aufbauen. Habe ein bisschen Spaß dran. Und wie gesagt, das ist nicht selbstverständlich und das finde ich immer eine geile Geste. Und dann gehen wir weiter mit Paket Nummer 2. Mit dem Paket hier und ja, also Wahnsinn, ey. Ich habe gedacht, also ja, ich kann da nicht mit anfangen und ja, ich gebe dir mal ein paar Sachen da und ja, ich bin mal gespannt, ne? So. Ah, sehe ja gerade hier so einen Zettel. So, er schreibt: Moin Dennis, ich habe nach meinem Umzug einmal etwas ausgemistet. Ja, etwas, die Box ist schwer wie Sau. Anbei ein paar Items, die ich nicht gebrauchen kann. Eventuell findest du dafür Verwendung. Beste Grüße, Marcel aka Bitjunkie. Ja, da könnt ihr sehen, ne? Na, würde ich sagen, Leute, beginnen wir mit Item 1. Lacht mich schon was an hier. Reißen wir mal eben auf. Eskalation! Okay, ach du Scheiße, ne? Die finde ich ja richtig geil. Ich habe ja schon gesagt, okay, ich habe die noch nie gehabt. Ich sag euch die einfach jetzt mal. Also ich finde die ja schon cool, weil die haben ja was von Kenner. Ah, richtig geil. Sogar noch unpunched! Yeah, unpunched! Ja, geile Sache. Unpunched, ja, ich müsste mal wohl mal so ein Erklärungsvideo machen. So, beginnen wir mal hier. Das ist auf jeden Fall Epic Animals, ne? Das soll Action Force sein, G.I. Joe. Und das ist ja die Cobra hier. Also schon geil. Und man hätte natürlich die raren Sachen hier haben können, ne? Aber das ist schon cool. Ja, also danke dir schon mal dafür. The Geek Fuel war das. Geek Fuel macht dann halt so Sachen, so Pins auf Karte. Und dazu gibt es auch noch hier Thundercats. Gibt es halt dann diese hier. Also very nice, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe mir die noch nie geordert, weil ich werde die vielleicht mal irgendwann mal machen. Aber erstmal habe ich meine Z-Box, wisst ihr ja, ne? Also haben wir schon 1, 2 und machen wir mal 3. Ey, geil! Super Motorcard. Also, ich sag mal so, ist ja eine geile Sache. Ich habe wahrscheinlich, der hat sich gedacht, ah, nee, brauche ich jetzt nicht haben. Aber alleine ja schon das hier. Ey, das sieht ja so hammergeil aus. Und ich habe ja auch noch oben da die OVP von Super Mario Kart. Habe ich die überhaupt? Nee, Quatsch, was laber ich denn? Ich habe da gar kein Super Mario Kart OVP. Ach so, hier von der N64. Also Luigi als Pin. Also very nice, hätte ich noch die haben können. Geile Sache. Ey, stelle ich mir, glaube ich, irgendwo hier hin, auf jeden Fall. Dann machen wir Item 4. Wer hast du noch mehr Pins reingemacht, habe ich kein Pinlager hier. Oh, Futurama. Ah, was ist das denn? Okay. Was hier vom Futurama, ne? Wer Futurama nicht kennt, das ist so eine zweite. Ja, von Matt Groening, der ja halt die Simpsons gemacht hat, hat halt. Ich glaube, ich denke mal, dass sie alle Futurama kennt, ne? Also, da brauchst du nicht super viel sagen, bei Fry und Lila. So, und das, was ist das denn hier? Sind das hier so irgendwelche Handschuhe oder? Ach, da macht man bestimmt seine Dose rein, ne? Guck mal hier. Da machst du eine Dose wahrscheinlich rein. Ist irgendwie auch so ein bisschen witzig. Geil. Ja, Slurm ist ja das Getränk von denen da. Okay, zwei so eine Halter für Slurm. Ich glaube, da mache ich da mal eine Dose rein, so als Fake.
Machen wir Item 5 weiter. Ich sehe gerade, hier ist noch eine Flasche drin. Okay, eine Flasche zu N7, das war doch Mass Effect. Ja, wollte gerade sagen. Hier einmal eine Flasche zu Mass Effect. Sehr cool zum Wandern und also ja, zum Sport würde ich es eher nicht jetzt sagen. Riecht auch ein bisschen noch neu. Nein, Quatsch. Er sagt ja, alles kann er nicht gebrauchen. Für Verlosung oder was ich was in Art oder ne. Also ist schon cool. Und wenn man überlegt, was so eine sowas hier kostet, sag ich mal, das ist schon Wahnsinn, ne? Von 2017 Electronic Arts. Ich sag mal, das ist eher was auch für Kinder, ne? Ich meine, das ist oder fürs Fahrrad. Aber sehr cool. Item 5. Kommen wir zu Item 6. Okay, das funkelt mich gerade hier so an. Das finde ich ja irgendwie cool. Was ist das denn? Ah, da komme ich jetzt. Oh. Okay. Blast from Past. Okay, das lag ja wahrscheinlich unten. Vielleicht soll ich auch später machen. Ah, es kommt später. Mache ich gleich am Schluss. Das glitzert so schön. Also machen wir erstmal, was hat ich gesagt? Item 6, ne? Ich bin hier gerade so richtig aufgeregt. Oh, geht ja immer noch geiler weiter hier. Bossmonster, baue dein Dungeon. Also, da weiß ich schon, mit wem ich das zocken werde. Mit meinem Kumpel. Wir haben letztes Mal auch sowas gezockt. Das sieht ganz witzig aus. Und ja, ab 10, 30 bis 60 Minuten. Wir haben nämlich letztes Mal, haben wir richtig, könnt ihr mal hier im Bild sehen, haben wir versucht, ein Dings zu spielen, ein Tabletop-Spiel. Das haben wir nach anderthalb Stunden abgebrochen, weil wir die Regeln nicht konnten. Nein, da haben wir was anderes gespielt, Legenden von Andor. Und ich habe gedacht, so, das ist cool. Vielleicht kann man das ja mal spielen. Ja, auf jeden Fall sehr nice. Sieht ja ein bisschen aus wie Mario halt, ne? So. Okay. Du bist bekloppt, weißt du es eigentlich? Gut. Item 7. Okay. Das war's mit DC Comics, The New... Okay, das ist was von DC Comics, The New 52, ne? The Poster Collection. 40 Removable Posters. Okay. Also ihr habt dann hier 40... Ja, habe ich richtig gelesen. 40 entfernbare Poster von DC Comics, die 952. Ja, dann habt ihr dann halt hier noch so Sachen dann drin, ne? Also... Ja. Also es ist auf jeden Fall coole Sachen dabei. Ah, vielleicht könnte man auch eine Collage daraus bauen. Das ist eigentlich eine coole Idee. Vielleicht mache ich das. Hol mir von Ikea so einen Bilderrahmen und dann hau ich die rein. Geile Sache. So, dann kommen wir zu Item 8. Oh, geil, Mann. Ach, sag mal, ey, Marcel, ne? Was kannst du da nicht mit anfangen? Das ist ja geil. Das ist ein Notizbuch von Game of Thrones, ne? Und das Geile ist, ich bin ja richtig, ne, ich bin auf jeden Fall Jon Snow Fan. Und Stark ist natürlich mein Königreich, mein Thron. Winter's Coming. Und das ist ja mal mega nice, das Buch. Ja, da kann ich schön meine Sachen reinschreiben für die nächsten Rezensionen und was weiß ich in der Art. Finde ich auf jeden Fall eine sehr geile Sache. Und das Coole ist, das hat hier gleich so ein Band, das ist auch zu, ne? Sehr geil, ne? Item 8. Kommen wir zu Item 9. Das ist doch was für Walking Dead, oder? Okay, auch ein Pin und das sieht aus wie Loot Pins, alter Ego. Das sieht aus auf jeden Fall, wenn ihr das erkennen könnt, das ist The Reanimator, glaube ich, der rechte da. The Reanimator. Wenn ihr den nicht kennt, von Brian Jusner. Und das sieht auf jeden Fall mega so aus. Und das rechts müsste auf jeden Fall eine Hexe sein. Aber, ja, die Pins sind so immer so... So lala. Ach Quatsch, hier steht drauf Dr. Jekyll, Mr. Hyde. Ja, vergiss es. Aber The Reanimator ist guter Film. Kommen wir zu Item 10. Item 10. Okay. Also ich sammle ja Autos, ne? Spielzeugautos von Hot Wheels. Und das ist einmal das The Walking Dead AMC Original Sheriff Auto aus dem ersten Teil. Also very nice. Finde ich geil, werde ich mir auf jeden Fall auch hinstellen. Danke. Da ist ja noch mehr drin, ey. Ach du Kacke. Okay, Item 11. Habe keinen Bock mehr jetzt Sachen zu zeigen. Ein Schlabbersack hier, wollte ich gerade sagen. Auch sehr cool. Kann ich auch verwenden. Ist schön retro und ja, was soll ich dazu sagen? Item 12. Habe ich da gesehen. Das ist eine Steamroll Downloadable Steam Game. Okay, das kann man sich runterladen, dann kann man da spielen. Werde ich wohl mal machen und ja, kann ich mal berichten, wie das Spiel ist.
Und da habe ich gerade noch was anderes gesehen. Und dann ist ja auch die Box leer. Reicht auch. Das reicht auch. Ach, da ist was auch rausgefallen. Ah, das wäre jetzt ja auch nichts gewesen. Da ist sie leer. Reicht auch. Du bist, ich sag dir immer wieder, heftiger Magger. Ich glaube, da haben sich ja viele, was heißt beschwert, aber das ist hier Azog, der Azog der Schänder war das, glaube ich, ne, aus Hobbit. Bin ich jetzt der Meinung. Und oh, muss man das kleben oder ist das einfach rausgefallen? Ja, muss ich nochmal gucken. Da ist Azog. Hier. Sehr geile Figur, finde ich, zum Hinstellen. Ich sammle ja auch Herr der Ringe-Figuren und Hobbit. Könnt ihr hier sehen. Da hat das die Nummer, was ich weiß, eine Art, habe ich jetzt gar nicht drauf geguckt. Also eine Nummer hat das nicht, aber WBET Middle Earth. Okay. Ja, also ich sag mal so, von der Bemalung kann man nicht sagen. Und wenn dann so Geschenken Gold, schaut man nicht ins Maul. Ich finde die cool. Die stelle ich mir auf jeden Fall hin. Und ja. Ey, hallo ihr beiden. Danke, ne? Richtig viel Danke. Danke! Ja, so. Seid ihr alle jetzt wach und danke. Ein Nerdherz für euch. Oh, ich schmeiß jetzt mal alles um. Wahnsinn, echt Wahnsinn, was Marcel geschenkt hat. Und wenn auch Björn auch, ne? Danke, ey, echt. Das, ja, kann ich nichts mehr zu sagen. Was sagt ihr zu dem Video? Was sagt ihr zu den beiden Pfeifen, die mir da sowas Geiles schenken? Ne? Hammermäßig, Nerd-Community, ne? Wie wollen wir es nennen? Ne? Nerd and Lovies oder was? Nein, Quatsch. Hashtag Nerd Army, ne? Also auf jeden Fall bin ich hin und weg und die ganzen Sachen sind geil. Ach ja, Quatsch, ich habe noch was vergessen. Blast from the Past. Ein Comic wahrscheinlich, ne? Okay, Sport Almanacs. Ach, geil. Das ist ja... Wer kennt Zurück in Zukunft? Back to the Future. Das ist das Heft, wo... Jetzt komme ich auf den Namen. Ne, wo er reich wurde und das ist auch was zum Schreiben. Coole Sache. Das ist auch eher dann was zum Hinstellen. Ja, sehr nice. Hätten wir das auch mal gehabt, ne? Dann wären wir jetzt auch reich. Biff war das. Biff. Jetzt ist mir eingefallen. Haha! Das kann mir wieder keiner haten und kann mir in Kommentare schreiben. Ja, wusste es das wieder nicht, ne? So, okay, gut. Auf jeden Fall, da ist das Heft. Coole Sache. Sehr nice. So. Jetzt habe ich schon 13 Minuten gesammelt, sehe ich gerade hier. Werde ich natürlich ein bisschen runterschneiden. Haha. Aber ab in den Kommentaren, was sagt ihr dazu? Lasst ein kostenloses Abo da, ne? Seid in meiner Nerd Army willkommen. Wir schaffen bald die 1000, hoffe ich mal in Art. Wachsen immer mehr und ja, Leute, ne? Mehr kann ich gar nicht sagen. Ich bin glücklich und ein Like da lassen vielleicht. Und würde ich sagen, Leute, bis dann und ciao und BÄM! You